Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu meinem ersten EAFC 25 Video, Freunde. Wir sind gestern reingegangen, haben unsere ersten Spiele gemacht, unsere ersten Packs aufgemacht und all das seht ihr in diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall geisteskrank auf die EAFC 25 Zeit mit euch. Gestern der Stream war absolute Liebe, hat extrem viel Spaß gemacht und wenn ihr das Video hier gerade seht, bin ich schon wieder live. Ich bin ab jetzt 31 Stunden live, bis Freitag 17 Uhr, die ganze Zeit am Start für euch. Also schaltet ein auf Twitch, lasst ein Like da, wenn ihr neu seid, ein kostenloses Abo und jetzt viel Spaß mit meinem allerersten EAFC 25 Pack Opening. Gab die ersten Walkouts und die ersten Naschis. Also viel Spaß und gönnt euch. Ich muss kurz drangehen, wir haben eine Sache gelernt, Playstyles am Anfang, Big. Zimbo, wie kann ich dir helfen, mein Freund? Oh, Zimbo, da bist du. Zimbo, was geht ab? Wie geht's, wie steht's da drüben auf der anderen Leitung? Gut, ich kann mich nicht beschweren. Hi, was geht denn? Wir sind hier gerade betrüglich Eigenwetter ein bisschen am, am Hirnen. Wie kann ich dir weiterhelfen, mein Freund? Eigenwetter steht ja, du, oder? Bei der Eigenwetter? Ich bin dies Jahr nicht dabei, ne. Wie? Er ist immer dabei. Nee, ich mach ja RTG, das macht keinen Sinn bei mir. Lüge uns nicht an. Lüge. Nee, weil ich hab mir auch vorgenommen, dieses Jahr mit nicht so viel reinzugehen am Start, weißt du? Ja, wir ja auch nicht. Genau. Ja. Anziehen, ist ja klar. Männliche Icons oder auch weibliche Icons? Boah, warte mal, wie waren die Scheiße immer? 90 plus, ne? Genau, nur dass wir drüber gesprochen haben. Das Problem ist, wenn ich über Männer und Frauen was zum FIFA-Release sage, ne? Dann hängt mir die Zeitung im Nacken. Ich sollte lieber schweigen. Du, ich würde doch sagen, wir machen einfach 90 plus Icons Icons. 90 plus Icons Icons, ja? Wie haben wir das denn die letzten. Also irgendwie, wir hatten doch letztes Jahr so ein paar verrückte Regeln, oder? Ja, wir hatten Regeln, dass man es nur on-stream ziehen kann. Genau. Also man muss live sein. Ja, es zählt nur live. Genau, und dass dann einer wieder um die Ecke kommt und sagt, ah ja, hier, ne, dies, das, ich habe hier das hier offline gezogen. Oh, das war sehr ehrenlos damals, aber es war richtig geil. Ja, ja. War schon ein Klatscher, ja, hat schon wehgetan. Und wir haben gesagt, klar, 90 plus Icon, derjenige, der gewinnt und hat noch keine Icon gezogen, der Verlierer, der muss dann seine erste gezogene Icon discarden. Hat er schon Icons gezogen, dann muss er die teuerste bis dahin discarden. Ja, und die nächste, die er zieht, oder? Hatten wir genau. Genau, und die nächste, die er zieht. Auf Wiedersehen zu den Herner Krankens. Auch in EAFC 24 ist geschürft worden. Ich weiß nicht, wo man es macht. Guckt es euch an. 2216 Siege, 811 Niederlagen, 25 Unentschieden. 2012 gegründet. Der Account ist einfach älter als der durchschnittliche illegaler Zuschauer. Und bei Gott, ich bin stolz. Eli, das war ein Witz. Ich bin so einer. Ich schieße manchmal aus Witz. Es war ein Witz. Bitte sag den Triple Stream mit mir nicht nächste Woche ab. Ich brauche deine Reichweite. Wir hatten schöne Momente. Wir hatten sehr schöne Momente. Wir hatten Erfolge. Wir haben mal 18 Siege geholt. Wir haben mal 19 Siege geholt. Wir haben gute Packs gezogen. Wir haben schlechte Packs gezogen. Und wir haben die Knappis hochgezüchtet. Guckt sie euch an. 94er Team of the Year. Simon Terodde mit Raserei. Die Malora-Knappis. Kenan Karaman. Brian Lassme, Domme Drexler, ich nenne ihn liebevoll den Schokodrink. Kaminski mit einer 97 und keiner weiß, wie das zustande gekommen ist. Meine einzige 99 Evolution, Thomas Aujan, das waren sie, die Manocha Knappis. Meine erste Evolution, die ich jemals gemacht habe, Asad Uedra Ogo. Das Evolution-System in EAFC war so undurchdacht und scheiße am Anfang, dass ich den Typ 10 Monate am Stück nicht upgraden konnte. Anderes Thema. Guckt euch die Werdersau an, guckt euch die Werdersau an. Freunde, wir haben schöne Momente in diesem Spiel gehabt, wir haben schöne Spieler gezogen. 98er Rodrigo Salazar. Hansen, Team of the Year. Bitte sei ein Mann. Bitte sei ein Mann. Bitte hab einen Penis. Im nächsten Fieberteil wird alles besser. Wir werden nicht mehr ragen. Wir werden nur noch gute Packs ziehen. Wir werden keine Greedies mehr gedrückt bekommen. Wir werden faire Gegner haben und uns wohlfühlen. Freunde, 3 Minuten. Oh mein Gott, jetzt gib ihn mir aber. Oh mein Gott, jetzt gib ihn mir aber. Ich will den Namen, Chat. Wie lange ist es? 2,5 Minuten. Oh shit, gleich passiert's. 3, 2, 1. Vamos! EAFC Release. Wir sind da. Und wir gehen direkt rein. Guckt's euch an. Ultimate Team. Zum Spielen von Football Ultimate Team. Ein Kader, okay. Let's go. Oh, da sieht man schon den neuen Walkout-Tunnel, Boys and Girls. Da sieht man schon den neuen Walkout-Tunnel. Ich hab so Bock, Alter. Oh, shit. Okay, Starterpaket wählen. Ich sag euch ehrlich, Brasilien ist immer am schlauesten, ne? Aber ich bin treu. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Oh, es geht los. Nein, Niklas.
Gebt ihr mir wirklich mein erster Spieler in EAFC 25 ist ein Dortmunder. Das ist das geisteskrank. Wen wollt ihr denn verarschen? Was sollen wir das denn mitteilen? Ey, EA Sports, also jetzt mal ganz im Ernst. Okay, ne, gelbe Hose, schwarzes Oberteil heute. Aber das muss doch nicht sein im ersten Pack hier. Hallo, das ist krass. Was legt ihr mir denn für eine Pipeline, Junge? Was soll mir das sagen für den weiteren Verlauf dieses Jahres? Was soll mir das sagen? Schalke stößt in die dritte Liga ab, Dortmund gewinnt die Meisterschaft und ich ziehe dieses ganze Jahr nur Scheiß oder was? Das ist das Ohm jetzt oder was? Ach du Kacke. Johnny Burkhardt. Habe ich einen Inder? Jee, das sieht aber voll scheiße aus. Hä, das sieht richtig kacke aus. Als wären die irgendwie nicht richtig skaliert. Hä, bin ich der Einzige, der das kacke findet? Das sieht irgendwie scheiße aus. Oh nein, ein Mainzer! 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 Nein, ich kann es nicht. Wen Wiesbaden? Wie groß ist sie? 1,70. Ab in Kasten. Kammerbauer. Orier. Digga, das sieht so ungewohnt aus. Das ist doch kein hochwertiger Leihprofi. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Ja, gib mir einen Johnny Stones. Ey, nein. Ich behalte ihn ja sogar. Oh Gott, ich habe reingeschissen. Ich habe komplett reingeschissen. Bayern München Trikot. Was ist das? LAFC. Klimanok. PSG. Wolverhampton. New York. Auch mal ein Schalke Trikot gönnen. Ja, also ich sage euch jetzt Folgendes, was ich tue. Meine Damen und Herren. Viele von euch haben mitbekommen. Ich habe letztes Jahr eine RTG gemacht. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, dass ich 222.000 FIFA-Points habe. So viel zum Thema, ob dieses Jahr wieder eine RTG kommt. Aktuell nicht geplant. Aber ich habe gelernt. Und ich werde dieses Bayern München Trikot mitnehmen. Und es hat nichts mit meinen persönlichen Vereinspräferenzen zu tun. Aber ich weiß, dass ich mit diesem Ding 5.000 Münzen rausdrehen werde. Und deshalb nehme ich es mit Liebe. Fürs Geld. Fürs Geld. Alter, unten Frankreich. Beide jetzt nicht! Beide jetzt nicht! Kaiserslautern! Mit dem Novo-Line-Schriftzug. Weiß ich jetzt nicht? Was macht man tendenziell mehr zu Geld? Digga, ich verkaufe das an die Teasys. Ich verkaufe das an die Teasys, das Trikot. Das ist eine gute Verhandlungs... Hey! Das ist eine gute Verhandlungsbasis. Sag ich euch so, wie es ist, Chat. Das ist eine sehr, sehr gute Verhandlungsbasis. Okay, Bayern-Wappen. Kriegt man das auch rausgedreht? Ich drehe alles raus. Passt. No, Vereinsüberblick. Einmal komplett Bayern München. Wo war... Wow. Okay, jetzt nicht falsch kriegen. Jetzt darf ich nicht verkacken. Du hast noch FC-Points auf deinem FC24-Konto. Hinweis, dieser einmalige Transfer lässt sich nicht rückgängig machen. Ich möchte meine Points zu FC 25 übertragen. Okay. Sind wir drin? Founder-Trikot, Founder-Wappen, Founder, weiß ich nicht, Choreo, alles. Club-Mitglied Evo! Sind meine Points da? Lernen und verbessern. Überspringen. Ultimate Team-Hauptmenü. Meine Points sind da. Ach du Scheiße. Mit dem Bayern München-Wappen. Freunde, wir sind drin in EAFC 25. Ich habe eine Evolution. Was ist das? Oha. Was ist denn das? Rechtsverteidiger. Alter. Oha. Gut. Oh, mal einen Knappen reinmachen. Scheiße, kann ich da Süle reinmachen? Als wohl. Ey, er sieht dann echt nicht scheiße aus. Er sieht dann echt nicht kacke aus. Mehr sag ich nicht. So, warte mal. SPCs. Gibt's schon eine SPC? Grundlagen. Okay. Der Klassiker. Haben schon Leute was gezogen? 800 Live-Transfers. Halt's Maul, hat schon irgendeiner was Geiles gezogen? Ja, Digga, alles klar. Männer, ich bin raus. Yo, Bro, das Spiel ist offiziell seit 6 Minuten zum Stream und ich sehe 3 Mbappés auf der ersten Seite. Ach so, nee, klar, chillig. 4 Mbappés. Was sind meine Augen? Bro, können wir mal darüber reden, dass potenziell das hier der erste Kylian Mbappé in ganz EAFC 25 ist. Das ist der erste. Das ist einfach der erste. Ist das geisteskrank. Also das ist wirklich gottlos. Das ist respektlos. So, wir haben ein Ziel. Genau dahin kommen. Zeig mal her, was gibt's hier? Scheiße, darf ich sowas sagen? Also ey, ich bin euch sehr dankbar, dass ich 2 Tage vorher spielen darf. Ich muss euch trotzdem ab und zu ein bisschen wegfronten. Das gehört dazu. Habt ihr kleinen Wicks schon ein Pack für 500 Euro rausgebracht, was ich jetzt ziehen kann? Nee? Muss ich in die kleinen Wicks-Dinger reingehen? Kein Problem. Machen wir. Gib mir erstmal hier so ein Ding. Mein erstes Pack! Skorupski! Ist nur Vorschau, Skorupski. Okay, sind wir her. Batshuayi, Alexandro Maxim, Köln Stadion Thema. Weiß ich jetzt nicht. Treue Packs, wir gucken gleich in alles rein. Ziele. Gibt's den Season Pass schon? Rush Wochenaufgaben. Digga, ich checke gar nichts. Eikenheim, Meilensteine. Es gibt noch keinen Season Pass, oder? Gibt's irgendwas? Oh mein Gott, Weekend League. Zeig mal, Weekend League. Total Rush übrige Champion. Was ist denn eine Total Rush Champions Teilnahme? Champions Playoff Vorschau. Wo sind die Finals? Das sind die Finals. Ein Flex-Profi-Jubel. Holy shit, das stimmt ja wirklich. Digga,
Wie krass ist das denn? Digga, holy shit. Wie krass sind die Weekend League Rewards? What the fuck? Wie krass sind die Weekend League Rewards? Wie geil ist denn das? Also mal ohne Spaß, ich find's schade, dass es nur noch 15 Spiele sind. Aber wie krank sind denn die Rewards? Alter, 85 mal 10 tradable. 84 mal 10 tradable. Icon Pack Untrade. 89 mal 2 Untrade. 82 mal 30 Untrade. 3 Dreier in Form Packs tradable. Und 200k Münzen. Ey, Chat, jetzt mal ohne Spaß. Das ist ein fettes W. Ohne Spaß. Ich stehe auf und applaudiere. Ohne Spaß, ich stehe auf und applaudiere. Das ist wirklich, Digga, das ist crazy gut. Ich verstehe zwar nicht, warum sie 5 Spiele weniger gemacht haben. Das verstehe ich nicht. Aber da, also, Bro, was sind das bitte für Rewards für die erste Weekend League Woche? Das ist ein L, weil der Markt dadurch kaputt geht. Ja, ihr versteht leider die simpelsten Regeln der Mathematik nicht. Nur weil du in irgendwas viele Rewards und viele Münzen bekommst, geht dadurch nicht automatisch der Markt kaputt. Der Markt wird einfach nur münzenmäßig generell höher liegen. Das heißt, Spieler, die letztes Jahr 2 Millionen Coins gekostet haben, kosten dann vielleicht dieses Jahr 4 Millionen. Aber alle anderen Spieler sind ja dadurch auch teurer. Das nennt man Inflation. Kriegt man irgendwann in sein Gehirn rein. Das daran jetzt abzuleiten, dass der Markt kaputt geht, ist völliger Schwachsinn. Was den Markt kaputt macht, sind, wenn in der ersten Woche wieder irgendwelche Special Cards kommen mit 5-fachen Inform-Upgrade und es dazu Packs im Store zu kaufen gibt, die 40 Euro kosten. Dann das macht den Markt kaputt. Aber geile Rewards in der Weekend League? Digga, ihr müsst mal aufhören, jedes Mal, wenn irgendwas Cooles zu kommt, immer den Haken daran zu suchen oder das schlecht zu reden. Das ist ein absolutes W. Ich sag's euch so, wie es ist. Das, was ich hier sehe, ist das größte W von EA in den letzten 5 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal so eine Version zum 2 Tage eher Stream bekomme, wenn ich das jetzt hier sage, aber ich sag's trotzdem. Die ganze andere Scheiße, die die in den letzten Jahren rausgebracht haben, mit Volta und hier und schön und wir machen hier noch was und es gibt neue Animationen und es gibt Laufstile, ja, kannst dir alles in den Arsch stecken. Wenn du keinen Modus zum Ölen hast, wo du mit deinen Freunden dich darum battlest, wer es geschafft hat, diesen krassen Rang zu erreichen oder nicht, dann kannst du das alles in den Arsch stecken. Es gab die letzten Jahre keine Competition in den letzten 3 Jahren. Es gab keine Competition. Es gab nicht dieses, ey, guck mal, ich habe die und die Siege geholt. Deine Freunde haben gesagt, ja und jetzt, was willst du von mir, hä? Dafür habe ich ein schönes Wochenende gehabt, geh dich mal... Bro, wenn du jetzt in der ersten Woche von EAFC ein 15-0 holst, wisst ihr, was du da für ein Motherfucker bist? Bro, du machst so Progress, das ist so geil. Also das ist richtig, richtig, richtig nice. Das ist richtig nice. Vor allem, es wird auch dafür sorgen, dass die Leute heftig schwitzen werden. Krass. Rang 2 hat 284 mal 10 tradable, 86 plus Hero, 2 Dreier in Formsets, 110.000 Münzen. Jeder Win zählt. Ja, das ist halt echt geil. Und eine Niederlage gibt keine Punkte mehr. Hä, das ist ja auch geil. Dann haben wir nicht mehr diese ganzen Opfer, die sich am Freitag einfach irgendwie zu, weiß ich nicht, 8 Siegen quitten. Bro, das ist wirklich geil. Ey, das ist wirklich ein W, das ist richtig nice. Bro, wie geil ist denn das? Das sehe ich ja jetzt erst. Also ich, ohne Spaß, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich persönlich wäre es besser gewesen, also ich hätte es am geilsten gefunden, hätten die aus 15 Spielen irgendwie 25 oder so gemacht. Ich verstehe nicht, warum sie es 15 Siege geworden sind, 15 Spiele geworden sind. Das macht für mich keinen Sinn. Also Weekend League ist ja richtig geil. Rang 3. Warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen. Wo kann man das denn? Was ist denn Rang 1? Also Rang 1 sind 15 Siege. Okay, passt. 14 Siege. Was sind 14, also was ist Rang 2? Sind es 14 Siege? 13. Okay. Was ist Rang 3? Wie viele Siege ist Rang 3? Guck dir die Punkte an. Ah, da. 0 von 11. Okay. Das sind 13 Siege, das sind 15 Siege, das sind 11 Siege. Sorry, ich habe da nicht drauf geachtet. Also selbst 11 Siege ist ja echt solid. Mit 80.000 Münzen. Ey, aber das ist halt geil, ne? Weil, also der Unterschied Rang 2 und Rang 3 ist halt schon krass. Also Rang 2 ist halt schon wirklich ein rein Rang. Guck mal, der Unterschied, Digga. Du kriegst bei dem Rang 3 ein 83 mal 10 tradable. Hier kriegst du 2 84 mal 10 tradable. Geil. Rang 4, 83 mal 10 tradable Hero Untrade. 2 Dreier in Form Packs, 81 mal 20 Untrade. 87 tradable, 60.000 Münzen. Das ist für 10 Siege. So, für 9 Siege, 82 mal 10 Hero in Form. 45.000 Münzen. Das sind Team of the Week Einzelpacks, oder? Nein. 3 Dreier Team of the Week Packs bei Rang 1. Bei Rang 2, 2 Dreier Team of the Week Packs. Bei Rang 3, 2 Dreier Team of the Week Packs. Bei Rang 4,
So, da ist dann nur noch ein Team of the Week drin. Boah, geil. Okay, ich würde sagen, wir checken noch Rivals ab und dann gehen wir mal rein hier, oder? Rivals Rewards. Oh nein, weil ich ja so gut war. Da du in Division... Nein, ich muss in Division 6 starten. Ich will gegen die Einarmigen spielen. Nein, ich muss doch auch erstmal das Spiel lernen. Lass mich doch gegen die Einarmigen spielen, die zum ersten Mal ihre Konsole angemacht haben. Oh nein. Scheiße. Ich will Rewards sehen. So, weg. So, Elite Division. Bonusvorschau. Elite Bonus. 2,85 plus Player Packs, 2,83 plus Team of the Week Packs, ein 35k Pack, ein 75x50, ein 75x75 und 75.000 Münzen. Das ist eigentlich sehr geil für Futter, ne? Ich find's cool, dass sie so ein paar neue Packs rausgebracht haben. Das ist halt zum Vereinsdenken sehr geil. Ah, ist nur noch eine Option. Okay. Elite Division hat nur eine Option. Okay, ich verstehe. Ich verstehe so langsam. Ja, aber Chat, was ist so euer erster Eindruck? Also man hat es ja anhand von Leaks und so gesehen. Ich muss sagen, persönlich, finde ich die Änderung echt gut. Also nicht perfekt. Ich finde 15 Weekend League Games, dass sie es runtergemacht haben, wild. Aber Weekend League Rewards sehen sehr geil aus. So, was habe ich denn hier für treue Packs? Ich habe ein Silberpack. Ein Goldpack, ein Premium Goldpack, 75 bis 83 mal 2 Gold Profi Pack, tradable, Leihbelohnungspack, Power Schuss Evolution Slot Vorbesteller, gewährt einen Evolution Slot, der einem teilnahmeberechtigten Profi deiner Wahl Power Schuss Plus gibt. Holy shit, what the fuck? Digga, die Evo ist echt geil. Guckt euch mal den Gabriel Jesus an. Für so einen Starter? Komm mal auf so einen Mainzer. Die auf Musa Silla, sag ich auch. Die auf Musa Silla knallen, gib ihm. Da wird so mein Endrick reingehen. Glaube ich ja. Ich mach mal erstmal die Treue-Packs auf. Alter! Silberpack mit Tunnel ist wild. Okay, die Animation ist geil. Feier ich. RCD Mallorca! Niemals! In meinem ersten Pack, was ich selber ziehe, ist ein RCD Mallorca-Spieler. Ich habe mir Ehre zurückgeholt. Scheiße, sogar tradable. Mühlhaus. Es ist Gianluca Gaudino? Lol! Was? Den gibt's noch? Bei Aachen jetzt. Das ist krass. Ehemalige Bayern-Legende. Goldpack. Okay, warum kam da jetzt keine Tunnel-Animation? Also Tunnel kommt nur bei Walkout oder was? Verstehe ich das richtig? Alter! Manchester United Heimtrikot, cool. Non-Rare. Ah, okay, verstehe. Also, was ich sagen muss, wo die, finde ich, nochmal drüber müssen, wenn man jetzt so ein Pack aufmacht, ne? Ich finde, das sieht geil aus, aber wenn du es jetzt... So, das meine ich jetzt. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob es einfach ungewohnt ist, aber irgendwie wirken die Karten irgendwie zu klein oder so. Oder die Schriftart passt nicht. Also, irgendwie weiß ich nicht. So, tradable. Hä? Jetzt habe ich eine Walkout-Animation. Warte mal, habe ich einen Walkout? Bei Werde! Nee. Hä? Bentancur. Okay. Ich check gar nichts mehr. Das sind 85... Ja, okay. Ich kann mal tradable Leute discarden. Das sind meine ersten Münzen in diesem FIFA. Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen. Ich habe jetzt 800 Münzen, Chat. Geil! Nee, 1800! Tunnel. Wer ist das denn? Was hat denn der für Haare? Frankreich ZM. Serie A. Rabiot? Guendouzi! Guendouzi! Hä, die Animation ist aber ganz geil, weil man so ein bisschen raten kann. Christian Eriksen mit einer 78. Was haben sie mit meinem Boy gemacht? Haben sie ihn massakriert, mein Bruder? Bisschen frauenfeindlich, EA Sports, dass die Dame keine eigene Animation bekommt, ne? Ich kenne einen gewissen Hendrik, der guckt dir zu, der hat schon in die Tasten gehauen. Weil der erste Pack mit zwei Frauen und die kriegen keine Animation, ne? Okay. Ja, weiß ich Bescheid, ne? Mhm. So, 75 bis 83 nochmal. So. Wer ist denn das? ZDM, Spanien, La Liga. Okay, 83. Also ich glaube 80 plus ist Tunnel, würde ich sagen, oder? Erstmal hier schön... Ach ne, der spielt ja gar nicht mehr bei Atletico. Der spielt ja jetzt bei, ich sag's euch, Milano FC. Untauschbares Ursprung Vorbesteller-Pack. Was war denn das jetzt? Hä? Also ich habe jetzt einen Hero und ich habe nicht mal eine Animation bekommen, oder was? Und ich kann nicht mal seine Werte abrufen. LOL! Hallo! Nein, jetzt habe ich ihn discarded! Hallo! Ey, ich wollte das nicht! Ich hab's satt gebackt! Jetzt Hab ich ihn jetzt wirklich discarded? Hallo? Hallo? Ich habe ihn echt discarded. Nein, da ist er. So, jetzt aber. Aber er ist, also ich kann ihn nicht... Digga, EA Sports, ich zock die Scheiße seit 15 Jahren. Ihr braucht mir nicht das Chemiesystem erklären. Ich hab's mitbekommen. Ja, so. Ich kann nicht abrufen. Aber entscheidender Pass plus und eigentlich gute Stats. Er sieht gut aus. Er sieht halt wirklich gut aus. Aber ich kann mir seine Stats nicht angucken. Aber er sieht gut aus. So. Ultimatives Leihbelohnungspack. Boah, mit der Sportclub Freiburg Vereinshymne. Hammer.
Armer. Da hätte es mir mal die Mainzer Hymne geben müssen. Die hätte ich gefeiert. José Maria Guti. Ah, die haben auch noch nicht die Ingame-Stats. Ich kann sie auch nicht abrufen, leider. Aber mit entscheidender Pass Plus ist eigentlich ganz geil. Chat, ich würde sagen, wir gehen mal in die ersten Packs rein. Ich würde sagen, ich ziehe bis 200.000 FIFA-Points, FC-Points glatt. Ziehen wir den ersten Walkout, ist die Frage. So, was haben wir hier? Stürmer. Uruguay. Premier League. Nunes? Ja! Big! Nashis! Der ist richtig big. Der wird fett teuer sein am Anfang. Vor allem, weil man den in die Evo reinknallen kann. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und der passt sogar in die Evo. Alter, 8000 Münzen gerade. Den behalte ich erstmal. Das ist geil. Ich bin mal gespannt, wann man herausfindet, wenn man im Tunnel einen Walkout hat oder nicht. Lol, warte mal. Der kriegt auch noch Skill-Moves dazu. Was hat der normale Nunes? Doch, der kriegt Skill-Moves dazu. Die Evo ist ja wirklich vercrackt. Kriegst einfach ein Skill-Move dazu und Powershot Plus. Ist 1:1 dieselbe Evo wie letztes Jahr. Ist das so? War das da, wo... ich glaube, letztes Jahr haben alle Werner reingeknallt, ne? Ich glaube, Werner war doch so eklig letztes Jahr, meine ich. Hamburger SV Heimtrikot. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit, Chat. Für die Hamburg-Karriere. RF. Hansen! Nee! Hansen! Nein, wer bist du denn? Jensen! Oh nein! Wer ist Jensen? Wer zum F*** bist du? Oh, ich dachte kurz, mein erster Walkout in EAFC 25 ist Hansen. Ist das bodenlos. Das Spiel ist 20 Minuten draußen und ich wurde schon gekickt. Ach du Kacke. Mainzer! Oh, der Nachtritt. Ich nehme das Wappen mit und aktiviere es. Das ist der umgekehrte Jinx Protector. Ich mache das Mainz-Wappen rein. Jetzt kann ja gar nichts mehr passieren, Chat. Jetzt kommt gleich ein Bobby Glatze rausgewackelt. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Mein letzter Ballkontakt, Chat. Mein letzter Ballkontakt in EAFC. Das letzte Mal, dass ich mit einem Spieler in EAFC am Ball war, war mit Robert Glatzel, wie er im DFB-Pokalfinale das freie Tor nicht getroffen hat. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Keydrop! Ist es! Keydrop, Junge! Scheiße, spielen die heute Champions League oder kann ich ihn anrufen? Ich glaube, sie spielen gleich Champions League, kann das sein? Nee, morgen erst. Kann ich anrufen. Passt. So, warte mal. Ob er dran geht. Es kann sein, dass ich der Erste bin, der einen EAFC gezogen hat. Ich bin der Erste, der einen Keydrop gezogen hat. Fuck, Digga, haben die Training gerade? Abschlusstraining. Scheiße, haben die Training? Sorry. Ey, Xabi. Wenn du mich gefragt hast, welches Handy gerade in der Kabine geklingelt hat. Ich weiß nicht. Ich bin der erste Mensch, der in EAFC 25 dich gezogen hat. Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. RCD Mallorca-Wappen. Ja, Chat, ich bin von dem Mainz-Wappen befreit. Sag ich euch so, wie es ist. Ich bin von dem Mainz-Wappen befreit. Jetzt darf ich. Jetzt habe ich offiziell ein cooleres Wappen gezogen. Also das ist ja offiziell genehmigt jetzt. League of McDonald's. Scheiße, ey. Mbappé, Bruder. Gut, dass du gewechselt bist. Bro, du hättest halt wirklich legit in der McDonald's-Liga gespielt. Bruder, gut, dass du weggegangen bist. Man hätte halt wirklich gesagt, du bist in einer McDonald's-Liga. Das wäre nicht gut geändert. In der offiziellen Burger-Brater-Liga. Was haben wir hier? Stadion-Basisfarbe. Okay. Scheiße, ich habe immer noch keinen Walkout gezogen. Ich will meinen ersten EAFC-Walkout ziehen. EA Sports, gönn mir was. De Kettelare. Beim Tunnel müssen hinten die Lampen an sein. Stürmer. Österreich. Serie A. Ist das Okafor? Nee. Ach, Arnautovic. Digga, das Inter-Mailand-Wappen sieht aus wie ein Pokémon. Das Inter-Wappen sieht legit aus wie ein Pokémon. Das ist ja geisteskrank. Was für Scheiße. Guck dir das mal bitte an. Was ist das, Digga? Hey, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist krass. 350 Münzen, das ist ein extrem stabiler Deal, meiner Meinung nach. Das ist der erste Spieler, den ich in ganz EAFC gekauft habe, Chat. Musa Silla. Und wisst ihr, wie es sich anfühlt? Unfassbar geil. Scheiße, ich muss mir auch noch einen Karaman kaufen. Ich muss jetzt hier einmal was machen, okay? Kenan Abi, was sie mit dir gemacht haben. Na, okay, 4K ist krass. Oh, hab irgendeinen den Kenan Abi für... Null Playstyles! Technical Flair und weiter Pass, Doppelf... Warte mal ganz kurz. Willst du mir also erzählen, ich kann mir einen RDT mit 5 Sterne Skills machen und der hat dann Powershot Plus... Das ist neu. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist aber cool gemacht. Ey, Chat, es gibt eine neue... Das ist big. Das ist richtig geil. Ich erzähle euch jetzt eine Neuerung, die wird euch, den meisten von euch noch nicht aufgefallen sein, aber das ist übel nice. Kennt ihr das noch? Letztes Jahr, du hast irgendeinen geilen Spieler gehabt, den du weiter evolutionieren wolltest.
und dann hatte der irgendwie ein Passen zu viel oder ein Dribbeln zu viel oder ein Skill zu viel. Und jetzt ist es einfach so, da steht nicht mehr, ja, der darf nur maximal 90 Pace haben, sondern zum Beispiel, so, ich habe jetzt hier dieses Ding, wo das ein Tempo zum Beispiel mehr gibt, ne? Seht ihr hier? Oder keine Ahnung, was gibt es mehr? Hier Tempo plus 5. Es geht nur auf maximal 87. Das heißt, jeder, der mehr Pace hat, kannst du zwar in die Evo reinmachen, aber das bringt dann bei der Evo nichts. Zum Beispiel ein Nunez bleibt dann bei 90 Pace einfach. Hä, das ist ja übel nice. Und bei RDT zum Beispiel, da steht dann hier drin, der kriegt Skills, geht eigentlich um einen hoch, bei ihm aber nicht, weil er schon 4 Sterne Skills hat. Da steht ja maximal bis 4 Sterne Skills geht das. Anscheinend wussten es schon einige aus dem Chat, aber ich wusste es noch nicht tatsächlich. Lionel Messi, Digga, das Bild ist halt kalt, ne? Mit Technical Plus, sick. Theo Hernandez, Gabriel Benzema, Dembele, Lamine Yamal, Kvaratskhelia, Zakaria mit dem Doppelinform-Upgrade. Boniface, Adeyemi, haben sie leider nicht den Doppelinform gegeben. Ist das Team, wie groß ist denn das Team of the Week? War das Team of the Week schon immer so groß? Karim Adeyemi, aber sie haben ihm schon ein gutes Schuss-Upgrade gegeben, ne? Die haben ihm schon ein sehr geiles Schuss-Upgrade gegeben. Ist wieder größer als letztes Jahr, okay. Boniface mit Powershot Plus. Powershot Plus und in der Luft in Silber. Sieht nicht schlecht aus. Zakaria, Lamine Yamal. 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot. 86 Tempo, 86 Schießen, 80... 86 Tempo, 86 Dribbeln, 80 Schießen, 81 Passen. Playstyles, Curve Shot, Technical Flair und Antritt. Und das McDonald's Logo ist krass. Alter Scheiße, das ist krass. Digga, das ist wirklich, das ist einer zu viel. Das ist einer zu viel. Es gibt Icons. Veron, oh mein Gott! Die erste Icon in EAFC ist Veron! Irgendein Bruder hat genau das durchgemacht, was ich letztes Jahr durchmachen musste. Veron ist die erste Icon in EAFC. Ach du Scheiße. Digga, Chat. Also ich will niemanden, guck mal, ich sag echt so, ich will niemanden irgendwas madig reden, ne? For real nicht. Aber wenn du am ersten Tag vom FIFA-Release nach 10 Minuten Web-App eine Icon ziehst und da so ein Veron rausläuft, ne? Dann weiß ich nicht, ob das so gut war oder ob ich mich irgendwie ärgern würde. Das ist so, das ist irgendwie so, als würde einer zu dir kommen und zu sagen, ey, Chef, Chef, ich habe deine Zahlen gecheckt, dein Lottoschein, Junge, du hast gewonnen! Und du denkst dir, ne, ne, wie viele richtig? 4, 5, 6? Was ist das? Eine Million? Und dann sagt er, Bruder, Zusatzzahl. 4 Euro und ein Dönergutschein. Und du stehst da und denkst dir, ja gut, alles gut. Und dann die Woche danach ist ja die erste Weekend League. Und da gibt's wieder mit den Teasies einen 48er. Also es wird massig Content, massig Streams kommen. Ey, das ist Diaby. Der ist geil, oder? Ja, der ist eigentlich ganz nice für den Starter-Squad. 95 Pace und die Rakete, der ist lecker. Der ist sehr, sehr lecker, der Diaby. Kommt schon. ZM, Argentinien, Palacios? Ja, muss eigentlich, ne? 84. Werder Bremen Torsound. Und Werder Bremen Fangesang. Ich möchte ein Werder-Sau-Emote hier haben. Chat, for real, gib mir die Werder-Sau. Gib mir bitte die Werder-Sau. Ach du Scheiße. Stell dir vor, Frankreich Stürmer und dann Atletico. Ja, das wäre bitter. Ist auch kein Walkout. Ist kein De Bruyne, glaube ich, oder? Ah! Mein erster Walkout! Doch! Im Hamburg-Trikot die Werder-Sau! Ja! Der ist geil, Junge! Der ist geil, Junge! Kevin De Bruyne! Ja, tanz ein bisschen für mich, Junge! Sehr geil! Sehr, 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 sehr geil! Chill ein bisschen, chill ein bisschen! Die Moves weiß ich nicht, Bruder. Im Hanse Merkur Hamburg. Ja, mach weiter. Leb dich aus. Du bist mein erster Walkout. Ey, sehr stabil. Ohne Spaß. Sehr, 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 sehr stabil. Also, er wird nicht unfassbar teuer sein, weil er jetzt keine Metakarte in dem Sinne ist. Aber für den ersten Walkout nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr geil. Ey, ohne Spaß, den nehme ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur einen Clip machen. Jetzt will ich die Animationunterschiede sehen. Diese Lampen da hinten. Seht ihr sie? Das leuchtet hell. Das ist es. Warte, ich zoome noch mal ein bisschen mehr. Versteht ihr, was ich... Also, seht ihr, was ich meine? Wenn das leuchtet, ist es ein Walkout. Genau. Das muss hinten leuchten. Was für mich schon mal gut ist, dass sie davon weg sind, dass du fürs Verlieren belohnt wirst. Das fand ich so affig, dass da Leute teilweise auf dem Freitag irgendwie... Oh, ich hab Walkout geskippt. Mein zweiter Walkout, Declan Rice. 5K-Wert. Mein zweiter Walkout, Declan Avi. Da wird nicht so viel wert sein. Und es tut ein bisschen weh, den geskippt zu haben.
Ne? Simpel zusammengefasst? Einfach Inflation. Ich habe schon wieder einen Walkout geskippt. Digga, ich muss damit aufhören. Und sie hat, by the way, ein krasses Upgrade. Hatte die nicht letztes Jahr viel weniger Pace? Ich muss aufhören, Walkouts zu skippen. Hä, die hat doch viel bessere Stats als letztes Jahr. Oder hänge ich komplett? Oder habe ich die einfach zu spät gespielt, wo die dann scheiße war? Warte, was hatte sie letztes Jahr? Patri Guijardo. Sie hat letztes Jahr fast 1:1 die gleiche Karte gehabt. Tempo genau gleich. Schießen genau gleich. Passen genau gleich. Dribbeln 1 Unterschied, Defending 4 Unterschied, Physis 5 Unterschied. Schalke-Trikots auf dem Markt. Oh mein Gott, echt? Digga, die Leute werden alle keine Münzen haben. Die werden nicht bereit sein, das Geld dafür auszugeben. Aber glaubt mir mal, ein Mann in Herne ist so bereit, beim Release 5000 Münzen dafür auszugeben. Weil die Scheiße wird danach extinct sein, sobald alle Coins haben. Ich bin so bereit. Nein! Ich war bereit! Warum ist noch einer bereit? Oh, jetzt hat es resettet. Es ist extinct. Mein Arschloch, Digga. Eine Scheiße. Immer mal wieder geile Verlosungen. Ich würde sagen, jetzt knallen wir mal einen raus. Und zwar Mods hauen wir jetzt raus. Geil. Akanji. Sick. Das sind Nashis. 84er Akanji. Sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Der wird kosten. Sehr schön. Und Carlo Ancelotti. Das lebende Kaugummi. Mara. Internet funktioniert. Digga, dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich for real dankbar. Rafael Varane mit einer 82 und 73 Pace. Digga, vor 2-3 Jahren noch, als man den gezogen hat, war man ein reicher Mann. Da ist er. Der ewige Edin. Der ewige Edin. Scheiße. Direkt auf die Transferliste. Warten, bis er eine Special Card bekommt. Und wieder einfach als Familienmitglied hinzufügen. Dzeko SBC. Ey, aber ohne Spaß, Dzeko und Deko ist auch nah beieinander. Da kannst du nichts sagen. Da kannst du nichts sagen. Girelli, 85. Weiße Funkenwerfer. Oh, geil. Bayern. Okay. Kein Walkout, schade. Ah, Inform! Ricky Puig! Ricky Puig! Mein erster Inform in EAFC. Let's go! Für die Believer! Ricky Puig, einstiges Barca-Talent. Schön in der MLS seine Eier am Schaukeln und das Leben am Leben. Ich sehe den Mann manchmal auf meiner TikTok for you. Der Mann ist so am Leben. Ja, geil, nimm mal. Esser in Form passt. Brösel sind sehr schmackhaft heute. Na, wir da machen. Neue Wette. Mod, neue Wette. Bis 180.000 Points ziehen wir einen Walkout, ist jetzt die Wette. So, dann höre ich aber mal nach dem Pack auf zu ziehen. Eine schöne klassische Walkout-Wette machen. Im Menü einfach aufs mittlere Pad drücken. Da ist der Season Pass. Lol. Wild. What the fuck? Hä? What? Season 1, Total Rush. Bundle Item. Ne, warte mal. Player Pick. Ein Dzeko Item. 75x2. Ist es Ryan Gould? Digga, ich weiß noch, der hatte damals, hatte der irgendwie eine Inform-Karte, da war der ganz jung noch. Müsste Ryan Gould sein, oder? Ziemlich sicher. 78x2, 80+, Bundle, 80+, Son Leihspieler, 80x10, Fontas, Innenverteidiger, sogar stabile Stats. Ja, das ist anscheinend der Season Pass. Luis Muriel, sieht sehr geil aus. Digga, wilder Season Pass. Der Muriel sieht richtig gut aus. Alter, Adama Traoré mit Raserei plus... Mein Arschloch. Ey, voll geil, der erste Season Pass. Hä, und also, das ist jetzt meine Frage. Refi, wir haben einen EA-Mitarbeiter im Chat. Sollte es nicht irgendwie einen Premium-Pass geben, wo man irgendwas mit Geld kaufen kann? Oder war das Fake? Oder kommt das noch, oder wie ist das? Wurde rausgenommen laut Leaks. Fake News. Wurde entfernt. Aktuell ist keiner da, mehr kann ich nicht sagen. Okay, kommt noch einer irgendwann, Chat. Ich übersetze kurz für euch. Aktuell ist keiner da, mehr kann ich dazu nicht sagen. Heißt, spätestens im Mai ist ein Season Pass, wo ihr 600 Euro investieren müsst und dafür kriegt ihr dann 3 Totikarten. Ich übersetze gerne, das ist wie Google-Übersetzer. Ihr könnt Deutsch, Englisch einstellen und Deutsch und EA Sports. Und dann bin ich für euch da. Das ist aber echt ein heftiges W. Da sind echt geile Dinger drin. Mit L2 kannst du dann auch durch alle Objectives, die auch im Karrieremodus und so verfügbar sind. Ah! Ah! Ultimate Team-Aufgaben. Ah! Ah! Das ist aber wirklich smart gemacht. Managementaufgaben. Führe 5 Top-Transfers durch. Okay, ich verstehe. Das heißt, man kann auch in Ultimate Team leveln, wenn man die anderen Modis... Ah, smart. Okay. Profi-Aufgaben. Was sind Profi-Aufgaben? 4 Dingskarriere. Ich verstehe. Der Season Pass hat nämlich auch kosmetische Sachen... Für Pro-Clubs und Karriere. Ah, cool. Ultimate Team, Grundlagen. Ich habe irgendwas geschafft.
Ich krieg was. 200 Münzen und ein Deadeye. Zurück in mein natürliches Habitat. Ich würde gerne mal einen Walkout ziehen, den ich nicht skippe. Bis jetzt ist das Verhältnis von Walkouts zu Walkouts, die ich skippe, 1:2. Das ist kein gutes Verhältnis. So, was sind die beschissensten 90er-Icons? Wer stinkt nach Kacke? Van Basten wird nach Scheiße stinken. Baresi stinkt nach Scheiße. Fudi stinkt nach Scheiße. Bergkamp stinkt nach Scheiße. Pirlo stinkt nach Scheiße. Bobby Moore stinkt richtig krass nach Scheiße. Xavi stinkt nach Scheiße. Es gibt schon immer noch ein paar 90-Plus-Icons, die kacke sind. Die schlechteste ist wahrscheinlich echt Bobby Moore, oder? Ich hätte gesagt, die schlechteste 90-Plus-Icon ist Bobby Moore. Flankenfang plus, was hat sie? Okay, na das ist halt die Frage, das könnte es natürlich countern, ne? Große Reichweite plus. Das ist halt die Frage, ob das das countert, ne? Das ist halt die Frage. Wenn die dann halt so eine Reichweite hat wie jemand, der 1,85 groß ist, dann ist das was anderes. Ne, Birgit Prinz gibt's immer. Ne, hä? Gibt's keine Birgit Prinz mehr? Oder buggt das rum? Ja, ich glaube. Ah ne, das ist Torwart. Ah, ich war auf TH. Okay. Ich war auf TH-Chat. Broski haben Lahm vergessen, der ist ja auch nicht drin. Hä? Doch, doch, der war da gerade zu sehen. Lahm ist da. Von den deutschen Icons ist nur Ballack raus. Ich weiß nicht, ob von den anderen Icons noch jemand raus ist. Warte mal, war das ein Walkout? Digga, ich Idiot! Zieh 4 Walkouts in dem Scheißspiel und skippe 3 Stück! Warum kann ich nicht eine Sekunde länger warten? Wow! 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 Ja, Mods, ihr könnt auflösen. Ich habe jetzt wirklich 3 meiner 4 Walkouts in EAFC geskippt. Aber es ist halt auch, man erwartet es halt auch einfach nicht, dass aus den Packs ein Walkout rauskommt. Weil es ist halt in jedem 100. Pack mal ein Walkout drin. Jan Kuto. Das ist ganz geil für einen Starter-Squad. Broski schon Rush gezockt. Nee, aber wir werden auf jeden Fall alles ausprobieren. Also, ich weiß nicht, ob wir alles in diesem Stream unterbekommen, aber ich bin ja morgen auch wieder den ganzen Tag live, Freitag den halben Tag live. Also, wir werden alles ausprobieren. Ab wann könnt ihr spielen mit dem Vorbesteller-Ding? Mit dieser 100-Euro-Version kann man ab Freitag 0 Uhr, glaube ich, ne? Schon Karriere angezockt. Einmal für 5 Minuten reingegangen. Einfach nur geguckt, wie dieses Pressefeature da aussieht. Also beziehungsweise... Ich habe jetzt 4 von 5 Walkouts geskippt. Digga! Ich habe 4 von 5 Walkouts geskippt. Aber der sieht echt gut aus, Barella. Der ist halt wirklich richtig geil. Da kannst du nichts sagen. Der sieht richtig gut aus. Mit Ausdauer plus. Spielt bei Shiggy FC, hat 6 Playstyles, gefällt mir. Halbflügel plus plus mitnehmen. Er ist wirklich ein geiler Allrounder. Walkout. Und ich habe ihn nicht geskippt. Frankreich, Torwart. Maino! Und der hat 88, oder? Und ich habe ihn nicht geskippt. Bei Milano FC, 87. Ah, aber ich habe ihn nicht geskippt. Ich habe ihn nicht geskippt. Schöne Sache. Was ist das für ein Playstyle? Ist das rauskommen? Fingerspitzen plus. Einzigartige Animation für Paraden. Die Kraft ist maximal erhöht, damit Schüsse in sichere Reichweite Bereiche pariert werden. Alter, 1 Million Coins. Geil. Krausi. Die Werder-Sau. Die Werder-Sau. Für mich persönlich. Walkout. Ruben Dias. Und der hat über 88 und jetzt werden Brösels verdient. Und jetzt werden Brösels verdient, meine Damen und Herren. Ruben Dias. Morra. Jetzt werden Brösels verdient. Sehr schön. Im Hamburg-Trikot. Steht ihm. Kannst sagen, was du willst. Steht ihm. Sehr, 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 sehr geil. Mods Cashout. Costa Quanta. Costa Quanta. 38% Gewinn. Und womit? Mit Recht. Man kann auch Codes kaufen für FIFA-Points. Es ist ein Walkout. Spanien, Innenverteidiger. Oh, ist das eine Mappi oder eine Irene? Ne, ist eine Irene. Nehmen wir mit. Die ein oder die andere Sache, die sinnvoller oder nicht sinnvoller ist. Also ich würde jetzt an eurer Stelle zumindest nicht 30.000 FIFA-Points in Silberpacks reinballern. Also das ist verloren, ja. Aber den Rest müsst ihr entscheiden. Wir haben Endrick gezogen. Und der kostet sogar echt 5.000 wegen Hype. Geil. Aber packmäßig? Was war das Beste? Keine Ahnung. Ich habe kein Zeitgefühl, Alter. Ja! Oha! Geil! Ja! Das haben wir verpasst! Big! Das ist cool! Gyökeres! Digga, da habe ich aber auch Bock, den zu spielen. Da habe ich halt wirklich auch richtig Bock, den zu spielen. Ich will wissen, ob der ein Biest ist. Scheiße, um den werden wir gleich ein Team bauen. Geil, Alter. Hat halt nur ein Playstyle, Ruhepol, aber die Stats sind halt so lecker. 5 Sterne Weak, 90 Pace, 91 Physis, 83 Schießen. Das ist sehr big. Ich will wissen, ob der was kann, der Mann. Wie linkt man den? Kauf's einfach Icons, Digga. Nee, gute Frage. Walkout! Oha, Torwart, Spanien. La Liga. Unai Simon ist ein Walkout? Läuft bei dir. Läuft bei dir, Unai Simon.
Scheiße, ich hab den Open Bit Pelé verpasst. Aber ich weiß nicht, ob... Digga, hab ich mich erschrocken jetzt. Ich weiß nicht, ob der Preis so gut gewesen wäre. Hier wird's halt jetzt interessant, ne? Hier wird's halt jetzt richtig interessant. 700. Haben wir Machtwort gesprochen. Wird eh teurer sein. Der günstigste liegt bei 699. Also ich habe eine Schmerzgrenze, die ich jetzt nicht sagen werde. Das wird ein Schneckenrennen, Chat. Das wird ein richtiges Schneckenrennen. Das wird ein richtiges Schneckenrennen. Du bietest gegen Sydney. Als ob der mitbietet. Was ist los mit dem? Der soll von meinem Dembélé weggehen. Ey, Sydney, mach dich locker. Krieg ich den? Er ist pleite. Er hat nicht mehr. Nein, ey. Was? Oh mein Gott, was war das? Es hat gebackt. Scheiße, ich wollte ihn schon anrufen und nachtreten. Ich wollte schon Sydney anrufen und nachtreten. Es hat gebackt. Fuck, gegen wen biete ich denn? Also Sid ist nicht mehr, Sydney ist raus oder was? Friede ist draußen. Nee, keine Ahnung. Das ist mir zu viel. Also meine Schmerzgrenze war eigentlich bei 500. Und ich habe jetzt gedacht, okay, ich gehe vielleicht noch ein bisschen drüber. Aber es spricht halt echt viel gegen ihn, ne? Er hat den Mbappé Perfect Link verloren. Und also, ja, er ist dann natürlich eine geile Karte. Erstes Team of the Week, aber ich hätte noch einmal bieten wollen, um ihn dann halt abzuziehen. Aber das Menü war zu langsam. Aber ich wollte eigentlich eh nicht mehr als 520 bieten. Also ich finde das echt zu teuer, muss ich sagen. Ich könnte mir halt Larsen mal holen für 145k und den mit Gyökeres zusammenzocken. Ja, komm, warum nicht? Dann habe ich einen Link, um Gyökeres zu linken. Der sinkt halt im schlimmsten Fall um 60k ab, dann soll es so sein. Kann halt immer noch für 80k diskarden oder 70k. Aber dann kann ich Gyökeres einbauen, das ist ganz cool. Kann ich eine geile Doppelspitze mit dem bauen. Henri, 4 Millionen. Hab meine erste Icon gekauft. Larsson. War, glaube ich, by the way, letztes Jahr auch einer der ersten Icons, die ich gekauft habe. Also, das wird ein Plus-Minus-Null-Tendenz-Verlust-Investment sein. Aber ich hatte halt Bock, Gyökeres zu spielen. Und dann kann ich die beiden in den Sturm zusammenpacken. Nee, beim Chemiesystem nicht, oder? Vercheck ich irgendwas. Was gibt's beim Chemiesystem zu beachten? Ist eigentlich so wie letztes Jahr. Lol, ich hab Walkout geskippt. Ich hab Walkout geskippt. Barella und Milinkovic-Savic. Geiles Pack, aber Barella mitnehmen. Ich hoffe, du steigst noch ein bisschen. Ich finde deine Karte cool. Gut. Walkout. RV, Deutschland. Joshua! Joshua, ich war dein größter Supporter. Immer. Ich war dein größter Supporter. Als sie auf dich geschmuckt haben. Als sie deinen Namen in den Dreck gezogen haben, war ich für dich da und hab gesagt, lass meinen Joshua in Ruhe. Das ist meiner. Ich bürge für ihn. Und jetzt treffen wir uns hier heute mit minus 2er Downgrade, was du nicht verdient hast. Sag ich dir so, wie es ist. Hast du nicht verdient. Hast du nicht verdient. Aber ich werde dich behalten. Ich hab's schon wieder getan! Joao Cancelo! Mittlerweile bei... Ach ja, der ist ja auch dahin gewechselt. Ja, irgendeinem Saudi... Ist es Al-Hilal? Das ist der Neymar-Verein, ne? Yep. Sie nennen mich den professionellen Skipper und Hermano Rodrigo Salazar. Alter, was ein Upgrade. Alvarez. Ja. Ruhepol Plus. Ja. Fand ich eigentlich letztes Jahr ganz geil. Flair und Curveshot in Silber. 85 Pace, 84 Schießen, 85 Dribbeln. Mitnehmen. Und ich bin ja auch nicht unschuldig, Digga. Ich habe ja auch schon mal Leute weggefrontet. Und ich habe jetzt erstmal einen Walkout. Einen brasilianischen Torwart, eine Alisonne, glaube ich. Oder eine Edersonne. Eine Edersonne. Dann nehmen wir mit. Mit einem Pass-Playstyle. Macher. Schön die L1-Dreieck-Dinger spammen. Einfach weniger Negativität gibt. Ich möchte mich an sowas nicht beteiligen. Ich glaube, es war schon wieder ein Walkout. Digga! Jetzt ziehe ich ja alle Keeper hier. Jan Sommer. Macher. Macher, Macher, Macher. Wir bauen mal unser erstes kleines Team. Also ich würde halt schon eigentlich gerne wieder 4-3-2-1 spielen, aber das geht ja nicht mehr. Wie mache ich denn das jetzt? Also dann spiele ich einfach ein 4-3-3 und gebe den andere Anweisungen oder was? Oder 4-3-2-1 mit ZOMs oder wie soll das jetzt funktionieren? Also ich würde einbauen Larsson und Gyökeres. Das sind die Boys, die ich einbauen will. So, das könnte ich sogar so machen. Das könnte sogar funktionieren. Da muss ich ihnen halt Anweisungen geben. Dann finde ich Guti noch ganz geil. Ingame nicht umstellen. Ja, mache ich ja nicht. Der soll ja Ingame einfach als linker Stürmer spielen. Der kriegt ja eine Anweisung. Also beziehungsweise so ein... Hier, wie macht man das? Formation. Nee, wie macht man das denn? Man muss es doch irgendwie über... Gibt's nicht individuelle Taktiken oder so? Wie macht man die Scheiße denn? Ich hab mich mit diesem Taktikding noch nicht auseinandergesetzt. Teammanagement. Ah, ich brauche erstmal eine vollständige Startelf. Ich gönn mir einfach Carvalho hinten rein. Mit dem Waschbär. Was kostet Carvalho? Ich gönn mir keinen Carvalho hinten rein. Hat sich dann auch wieder erledigt. Theoretisch könnte ich den auch rausnehmen. Ich bräuchte für ihn nur die Nation. Ich bräuchte für ihn nur Holland. Ich habe halt rechts Diaby, der ist ganz geil. Was gibt's denn noch so aus der Roshin-Liga? Haben die einen geilen Innenverteidiger? Ich könnte da den sogar hinknallen über Premier League Manager und die Nation. Oder ich nehme den Ulisse. Den habe ich. Ich habe ja auch Ulisse. Ich glaube, ich nehme einfach Ulisse.
Teasies, Dankeschön für den Raid. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen FIFA-Release-Stream. Ich habe hier gerade mein erstes Team zusammengeschustert. Warum bin ich nicht auf Fullcam? Es buggt wieder. Oh nein, es ist der gleiche Dream-Squad-Bug wie in den letzten FIFA-Teilen. Oh, es gibt immer noch diese Scheiße. Ah, sie haben es nicht gefixt bekommen. Es ist genau die gleiche Scheiße. Es geht schon wieder los. Mein erstes Team, was ich in EAFC baue, und es ist die gleiche Scheiße wie vorher. Teasies, Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream. Liebe, liebe. So, ich pack mal Pop und Barella noch mit auf die Bank. So, und jetzt Taktiken. Ach du Scheiße. Wähle aus, welche deiner 5 aktiven Taktiken du im Spiel ein... Okay. Ich versteh's nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Abwehr ist schnell überfordert. Im Ballbesitz vorhersehbar. Vorsichtiger Ansatz. Ab dem Punkt braucht man ein Studium. Profirollen. Tiefstehender Motor. Absicherung. Halbflügel. Tiefstehender Motor. Guti. Motor plus plus. Aha. David Raum. Vorstopper plus. Mitspielender Verteidiger. Ein kompromissloser Innenverteidiger-Profi, der die Grundlagen des Defensivspiels exzellent beherrscht und die Abwehrlinie hält. Vorstopper plus. Mitspielender Verteidiger. Ja, das ist halt schon geil, ne? Wie krass detailliert das ist. Ich sag auch, wenn man sich damit einmal auseinandergesetzt hat, ist es schon ganz geil. Torwart. Torwart Libero plus plus. Ja! So, warte mal. Jetzt nehme ich aber 4-3-3 halten, weil Profitausch. So, pass mal auf. Kimmich kriegt jetzt die... Der kriegt jetzt die Rolle. Ich komme nicht zu Kimmich. Tiefstehender Motor plus. Geil. Guti. Motor plus plus. Sabitzer. Motor plus. Es gibt auch ohne und mit Ball. Warte, warte. Was? Wie mache ich das? Wie, jetzt gibt's auch ohne und mit Ball. Linie manuell anpassen. Rechter Stick. Wie, rechter Stick. Nein, jetzt hat er... Nein, ich will's nicht speichern. Nein, jetzt hat er alles zerschossen. Nee, doch nicht. Ohne Ball. Ach du Scheiße. Ohne Ball, mit Ball. Wait, warte mal. Holy shit. Also, Moment. Ich stehe mit Ball in ein... Wow, Scheiße. Ach du Kacke, guck das mal an. Wie ich mit Ball stehe und wie ich ohne Ball stehe. Fuck, Digga, ich mache ein Taktikstudium. Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich brauche einen Trainerschein. Also, das ist mies geil. Aber, so, warte mal. Wenn ich ihm jetzt... Fallsback. Dieser Profi ist eine moderne Variante des Außenverteidigungsprofis. Der Profi rückt nach vorne auf eine zentrale Position. Wie sieht es jetzt ohne Ball aus? Warte mal. Flügelverteidiger, Außenverteidiger. Ja, das sieht schon besser aus. Ich will halt, dass der Flügelmotor, Innensturmprofi, das ist ja gut. Weil ich habe nämlich eine ganz verrückte Idee. So, jetzt stehe ich nämlich in einer etwas asymmetrischen Viererkette. Der Raum schiebt nach oben, der kann die linke Seite beackern, weil der Gyökeres soll in die Mitte ziehen. Der Ulisse hält die Breite rechts. Das ist gut. Zentrum steht, gefällt mir. Aktivitätskarte. Wenn man Schwerpunkte, Chat. Ich muss Schwerpunkte einstellen. Was ist ein Schwerpunkt? Wie stelle ich einen Schwerpunkt ein? Warte mal, jetzt habe ich ja wirklich eine Dreierkette. Wie geil. Holy shit. Okay. Alter. Schwerpunkt. Angriff. Geil. Schwerpunkt. Bewegungsfreiheit. Schwerpunkt. Balance. Schwerpunkt. Verteidigung. Digga, das ist voll geil. Das ist der Keeper, Ederson. Immer mal einen langen Ball schlagen. Das ist die Dreierkette, die da steht. Ake, Sanjust, Jan Couto. Asymmetrische Viererkette. Couto rückt ins Zentrum. Hier schön die Dreierkette für einen guten Aufbau bilden. Davor Joshua Kimmich, genannte Holding Six, um das Ding abzusichern. Guti und Sabitzer dürfen sich frei entfalten. Freie Entfaltung. Hier ein sehr weit aufgerückter David Raum. Hier ein Ulisse, der die Breite hält. Und vorne Gyökeres und Larsson toben sich aus. So der Plan. Mein erstes Spiel in EAFC. In den Hamburg-Trikots. Mats, mach eine Wette. Oh Gott. Ach du Scheiße, mein erstes Match in EAFC. Oder auch nicht? Hallo? Wie findet ihr meine Taktik bis jetzt? Ich glaube, das war nichts. Ich geh mal ganz kurz pissen und dann suche ich nochmal neu. Digga, ich will rein! Das war mein erstes Spiel in EAFC. Ich starte mit einem 0-1. Ich starte wirklich mit einer Bilanz von 0-1 in diesem Spiel? Ja, krass. Mein erstes Spiel ist eine Niederlage. Perfekt. Ey, geiler Start. Wirklich. Geiler Start. Kannst du nichts sagen. So habe ich mir meinen Start ins EAFC ja aber mal definitiv vorgestellt. Scheiße. Ich hoffe, ich krieg nochmal einen Gegner. Ich will spielen. Counter. Scheiße, ich will spielen. Lass mich rein, EA Sports. Guck, ich habe mir so Gedanken gemacht.
Okay. Motor plus Topscorer steht da. Ach du Kacke. Ich bin so auf die Taktik gespannt. Oh nein, warte mal. Digga, wie wild diese Trikots aussehen. Weil die ganze Zeit so hin und her bouncen. Okay. Guck mal, die Jungs formieren sich. Alter, was bin ich für ein Taktik-Genie? Oh mein Gott. Was bin ich für ein Taktik-Genie? Ich bin Guardiola. Ach du Scheiße, das ist ja nur stark, was ich hier mache. Guck mal, Kimmich hier reißt den Spielaufbau an sich. Dreht einmal ab, Seiten... Okay. Okay. Sehr gut. Oh! Ah! Scheiße. Ich war die ersten 5 Minuten taktisch wirklich sehr überzeugt, muss ich sagen. Nochmal neu, Männer. Ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Was nicht ist, kann auch werden. Gut gehalten. Ah, den Raum richtig gut gesehen. Oh, scheiße. Ich habe so Probleme, Chat. Ich bin so überfordert. Ich meine, das fühlt sich an, als hätte ich in meinem Leben noch nie FIFA gespielt. Hey, mit Grün ist dein Finish. Chill, Bruder. Chill, chill, chill. Ich habe 2 Monate nur Karriere gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich hier tun muss. Mach langsam. Gyökeres. Nein. Ja. Larsson. Nimm den Ball, Junge. Ey, aber ich muss wirklich sagen, also Gameplay gefällt mir. Fühlt sich irgendwie ganz geil an. Oh! Oh! Gammeltor! Mm. Chat, Larsson ist der beste Stürmer im Spiel. Ich sag, die 150.000 Münzen waren gut investiert. Was? Oh, eigentlich das erste Spiel direkt gewonnen. Eigentlich. Aber war halt inoffiziell das zweite. Wie fandet ihr, wie sah das Gameplay aus, so zum Gucken? Ist ja auch immer wichtig, dass es halt auch im Stream geil aussieht. Also es spielt sich auf jeden Fall ganz anders als EAFC 24. Es ist ganz, ganz anderes Gefühl. Was ich positiv finde, was ich so als erstes Gefühl sagen kann, ich finde, dass sich Verteidigen sehr clean anfühlt. Also man kann sehr geil in richtigen Momenten rausrücken, predikten. Das fühlt sich für mich schon mal sehr gut an. Und das ist für mich eigentlich auch eine der wichtigsten Sachen, weil das bedeutet halt Skill Gap, wenn du gut Passwege und so antizipieren kannst. Alter, was ein Stadion. Tschüss, Junge, wie geil. Oha! Was ist denn das für eine Animation? Williams hat der Kollege mit Griezmann. Ich hab gedribbelt. Alter, Guti ist geil. Chat, ohne Witz, ne? Ich werde diesen Guti spielen. Der fühlt sich so clean an am Ball. Der hat so geile Pässe. Abschluss sieht geil aus. Ich glaube, Guti ist mein Mann. Kimmich. Unfassbarer Ball. Unfassbarer Ball von Kimmich. Was ein Pass von Kimmich. Und Gyökeres. Also ich mag es auf jeden Fall. Es geht wieder sehr in die Richtung, dass Playstyles wichtig sind und das mag ich. Das fand ich letztes Jahr sehr, sehr cool. Dadurch sind Spieler, fühlen sich halt sehr einzigartig an. Also Kimmich hier mit den L1 Dreieckpässen, Guti mit den Dreieckspässen, das ist schon sehr nice. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's hier mal richtig auf die Fresse. Das ist der erste Rage Quit. Das ist der erste Rage Quit in EAFC. Jetzt gibt's hier mal richtig aufs Maul. Zack. Ich habe selten einen FIFA-Teil gehabt, wo ich so einen guten ersten Eindruck vom Gameplay hatte. Und das soll mal was heißen. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass sich Verteidigen gut anfühlt. Also mein erster Eindruck ist, dass man für aktives Verteidigen belohnt wird. Ja, ja, man kann halt so Passwege und wie der Gegner dribbelt, kann man halt gut predikten und dann gewinnt man auch die Zweikämpfe, wenn man drin steht. Das war halt die letzten FIFA-Teile immer sehr nervig. Ich versuche mal jetzt am Trikot zu ziehen. Hat nicht funktioniert. Ja, wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Fuck! Wie gut ist das denn? Hat er ihn umgerissen? Scheiße! Das ist ja wie bei Wrestling. Scheiße! Wie Chiellini gegen Saga. Ja, Mann. Es ist schon geil. Ist schon echt gut. Er ist ein Instant Elfer, ist ja gut. Also ist ja richtig so. Weil das ist ja halt einfach nur klare Absichten, faul zu spielen. Also erster Eindruck vom Gameplay macht echt Spaß. Feier ich. Also das Ding ist, was mich halt sehr positiv stimmt, ist halt der erste Eindruck, dass sich das Game sehr, einer hat es auch gerade in den Chat geschrieben, so belohnt anfühlt. Also das ist natürlich jetzt alles nur erster Eindruck, ne? Kann sein, dass wir das in 2 Wochen alle verteufeln. Also bitte nicht auf die Goldwaage legen. Ich bin am Ende des Tages auch nur jemand, der so seine ersten Eindrücke schildert. Aber der erste Eindruck ist wirklich, dass man das Gefühl hat, dass man halt für Sachen belohnt wird. Und das war halt in vor allem EAFC 24 und ganz schlimm in FIFA 23 nicht der Fall.
da ist man halt in Zweikämpfe gegangen, hat alles richtig gemacht, aber wurde irgendwie dafür bestraft. Und das finde ich tatsächlich ganz geil. Das war der erste EAFC-Stream. Wir sehen uns morgen früh tatsächlich direkt schon um 10 Uhr wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. War sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht.